gibt. Arkane Lampen. Lamp of Cinder. Torch. Ja, das passt dann schon. So, aber ich muss hier natürlich auch ein bisschen für Licht sorgen. Dass es auch ein bisschen sicherer ist für mich. Zombies stehe ich nicht ganz so arg. Danke. Danke für Fleisch. Mach hier mal gescheite Laternen rein. Und eigentlich das, was ich bei der Minecraft City auch gemacht habe, hier mit Stufen arbeiten. So, da fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber das kriegen wir alles noch gebacken. Wir sind ja erst am Anfang. Schlafen. Safety first, safety first. So, lass mich gerade mal gucken, was wir hier noch alles haben. Beziehungsweise was wir loswerden können. Also, Kohle kommt da rein. Passt eigentlich erstmal. Was ich jetzt machen werde, ist eigentlich muss da ein paar dunkle Zäune machen. Netto Brick, Dark Oak. Dark Oak habe ich glaube ich noch keinen gefunden. Mal gerade runter und holz den anderen Baum weiter. So, vielleicht kriegt man da ein paar dunkle Zäune raus. Es ist ein bisschen schwieriger hier die großen Bäume abzuernten, weil die natürlich so weit verzweigt sind. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt mal die Mitte gefunden. Das ist schon sehr hilfreich.
So, aber dann geht's hier so langsam, aber sicher mal vorwärts. Weil wir haben ja bisher eigentlich noch nichts gebaut gehabt. Die Brücke ist unser Anfang. Von Anfang an so geplant, dass wir da leichter nach oben kommen. Auf den Berg. Das ist auch das Schöne hier, die Äste, die oder das Laub, das verflüchtigt sich ja ziemlich schnell. Nicht hin. Wow. Vielleicht mal wieder was essen. Gut, heißt natürlich für uns, dass wir jetzt gleich einen ordentlichen Vorrat an Holz haben, weil eigentlich sind wir ja mit Holz schon so weit durch. Zumindest für die Brücke. Vielleicht noch nicht ganz, aber im Großen und Ganzen. Mir hat das Essen nicht gereicht. Mehr Essen. Zombies sind so doof, die können einfach nicht ohne mich. Anstatt dass sie in ihrer Höhle bleiben und überleben. Alter, ich komm dann drüben nicht ran. Nun. Vielleicht pflanze ich so einen Baum auch mal bei uns oben in der Burg. Unten in dem Tälchen, wo die Schmelze steht. Da wäre das doch möglich.
Ich hoffe mal, ich habe soweit alle. Alle. Ganze Holz aufgesammelt. Und nicht zu viel verloren. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe gerade schon überlegt, ob da unten eventuell ein Spawner ist. Ne, da war einfach nur dunkel. Schade. Gut, aber dann haben wir das Holz hier abgeholzt. Dann können wir gucken, ob wir daraus vielleicht dunkle Zäune kriegen. Ich muss sagen, die Brücke gefällt mir noch nicht so wirklich gut. Ich glaube, von unten eine Bogenbrücke wäre interessanter gewesen. Vielleicht sollte ich das noch angehen. Mal gucken. Ja, das mit dem Weg gefällt mir jetzt schon mal. Das hat was, aber das hier mit der Brücke, da muss eine andere Lösung her. Da muss was anderes hin. Würde ich dann schon gern so eine Bogenbrücke bauen. Was macht denn das? Ist so ein Pfosten? Schade, dass der nicht die richtige Farbe hat. Okay. Ein Woodball wird ein dekorativer Woodball. Okay. Krasse Action. Naja, wir gehen jetzt mal gucken, ob ich da einen schönen Bogen hinkriege.